Ich grüße dich. Ich bin Vaughn und ich freue mich, dass du dabei bist. Das ist wahrscheinlich unser schwerstes Loch hier in Lüttesburg, Loch Nummer 7 vom Schlossplatz. Und danach wartet ein Inselgrün auf mich. Und ich muss den Ball nah genug ans Grün bekommen, damit ich ein kurzes Eisen verwenden kann, weil das Grün schmal ist. Der Ball muss liegen bleiben. Aber das Problem ist, das Fairway wird immer enger. Aber man ist fast gezwungen, mit Driver zu spielen. Das werde ich auch tun. Nur was oft passiert, man hat die Tipps von YouTube bekommen, die hat man sehr schön auf der Range umgesetzt, aber dann irgendwie während des Schlages macht man doch den alten Fehler und der Ball fliegt wieder in die gleiche Gefahrzone. Nur du weißt, dass du es besser kannst, aber irgendwie klappt es nicht unter Druck. So, wenn das der Fall ist, denke ich, dass deine Vorgehensweise nicht ganz richtig ist. Und ich erkläre, was du unbedingt nächstes Mal auf dem Platz an deinem schweren Loch tun solltest. So, richte dich erstmal so aus, wie du es machen solltest. Du kennst deinen Ballflug, du siehst die Windrichtung, du siehst die Gefahrzonen. Und ja, muss ich ganz klar leicht links von der Mitte zielen, weil bei dem Wind wird mein Ball jetzt faden. Manchmal unter Druck werden wir fest und die Hände sind im Treffmoment zu fest. Und das ist wirklich eine mentale Sache. Während des Schwunges wird man nervös und man greift fester. Und dann passieren komische Dinge. Bei mir kein Release. So mein Gedanke, und bitte, du hast dein Gedanke, und das musst du mit deinem Golflehrer vorbereiten, was du auf dem Platz denken solltest, ist im richtigen Moment zu releasen. Und das kann ich schon beim Probeschwung trainieren. Jetzt kommt der wichtige Teil. Nachdem du dich ausgerichtet hast, nachdem du deinen Probeschwung gemacht hast, nachdem du einmal wieder zum Ziel geschaut hast, am besten ein kleines Ziel aussuchen, ist es Zeit, den Schwung zu machen. Und dann ist es wirklich wichtig, dass du das da ausblendest. Weil wenn der Golfer hier steht, er schwingt oder sich schwingt und während des Schwunges wird daran gedacht, was nicht passieren sollte. Der Ball sollte nicht nach rechts oder nicht nach links etc. Blende das aus. Und mach einfach deinen Schwung, so gut wie du kannst. Versuche deinen Probeschwung zu wiederholen mit Ball. Und wenn du das gemacht hast, schaue anschließend, was der Ball macht. Du kannst während des Schwunges nur einen guten Schwung machen. Was der Ball danach macht, wirst du nachher sehen. So nicht beeinflussen. So, ich muss kurz meinen Probeschwung wieder spüren. Okay. Und das werde ich jetzt mit Ball umsetzen. Das ist jetzt weg und ich denke nur jetzt. Ich denke Schwung. Und du wirst sehen, wenn du dich mehr auf deinen Schwung konzentrierst, dass du viel öfters zufrieden sein wirst mit dem Ergebnis.